Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Buchrezension von mir und zwar geht es um das Buch von Tina Voss, Ex und Mops. So schaut es aus. Irgendwie total niedlich. Da bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei der lieben Tina Voss, die bei ihrem Verlag, den Duros Verlag, nachgefragt hat, ob sie mir das zur Verfügung stellen darf. Und der Duros Verlag hat mir das dann kurzerhand zugeschickt. Auch mal recht, recht herzlichen Dank an den Duros Verlag und an die Tina Voss, die mir das Buch zur Verfügung gestellt haben. Und das Ganze hat 286 Seiten, ist wie gesagt erschienen im Duras Verlag. Ja, schaut wie gesagt so aus. Und es geht um die Kai. Herr Kai ist ein Mädchen, steht mit beiden Beinen im Leben, ist in einem IT-Betrieb tätig. Und ihr Leben geriet aus dem Fugen, als ihre Freundin Clara für ein Jahr weggeht. Und sie hat so gesagt ihre Wohnung zur Verfügung und auch diesen guten Freund, dem Bernd, der halt noch keine Erziehung genossen hat. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, dass da Chaos vorherrscht. Das erste Mal ihre Freundin Julie macht öfter Fotoshootings und überhaupt Shootings. Und ja, sie wollte halt mal die Kai mitnehmen und dem Bernd zu einem Shooting. Sollten einfach mal reingucken. Und aber sie geraten unfreiwillig selber in dieses Shooting. Und auch ja. Und dann erscheint auch noch zu einem Unglück. Ja, irgendwie, weil es ja ein Erotik-Shooting war. Irgendwelche Fotos im Internet, was ihrer Chefin gar nicht passt, die das mitkriegt. Daraufhin wird sie natürlich gekündigt. Und ja, was dieser Hund dann noch anrichtet, dann kreuzt der Tierarzt Lütger auf und ja, der nimmt sie mit auf eine Hochzeit und auf einmal bedient sich der Bernd halt an der Hochzeitstorte. Das gefällt halt wir natürlich auch haben und ja, jedenfalls wie es weitergeht und dann taucht auch noch der Hundetrainer Sascha auf und mit wem die liebe Kai zusammenkommt und was sie noch alles erleben. Ja, das müsst ihr selber lesen. Also ich fand das Buch sehr, sehr toll, sehr amüsant und gebe Ihnen auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Eine totale Buchempfehlung und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Und wie gesagt, ich möchte mich nochmal ganz herzlich beim Druyas Verlag und bei der lieben Tina Voss bedanken für dieses sehr, sehr tolle Buch, dass ich es lesen durfte und ja, das war's für das heutige Video und dann bis zum nächsten Video. Ciao!